Sage bloß nichts Schlechtes über 3D World, mein Freund. Du hast es dich gewagt, was Schlechtes über 3D World zu sagen. Hier, sterb an einem Troll. Das ist dann das, was passiert. Kinder, das grenzt ja an Zensur hier in Nintendo. Also wirklich. Und was genau? Mahlzeit. Was genau? Achso. Ja, aber wenn ich das jetzt verliere, das Power-Up, habe ich dann verloren. Geht das überhaupt? Nope. Auf keinen Fall. Nicht drin, sorry, Brose. Nein! Stimmt, Hans hat. Eigentlich hat Hans... Hans hat eine Schlingelklinge verdient, die Level allerdings auch. Ohne Scheiß, ich glaube, die schwere Mario-Challenge gebe ich für den Moment auf. Ohne Scheiß. Normal hat so viele brauchbare Level. Das sind ja auch nicht alles Meisterwerke, nicht? Aber zumindest sind die meisten davon spielbar. Bisher. Okay. Ach, dafür ist das da. Oh Gott, ey. Hey, wusstet ihr, dass es in New Super Mario Bros. Glasröhren gibt? Das ist der neueste Fun Fact. Was habe ich den Schlüssel jetzt? Ist das überliefert oder? Irgendwas explodiert hier. Ich weiß nicht warum. Hast du wirklich P-Switch Jumps? Was zur Hölle? Danke euch. Nee, du bist so. Was bist du denn für ein Depp, Alter? Trigon. Ohne Scheiß. Trigon. Ja, der Garten ist nicht das Einzige, was hier gleich explodiert. Freundchen. Also stelle ich mich jetzt hier hin und warte, ja? Das müsste ja jetzt funktionieren. Hallo Hiro, willkommen zu Wir spielen die besten Level der Welt. Das passiert, wenn Hiro keine Level einsendet. Dann darf ich mir sonst Scheiß hier antun. Na, wie ist die Lage? Nennst du mich Freundchen? Nein, nein, auch. Aber, also ja. Ah, ich hätte es buhen müssen. Scheiße, danke euch. Aber ich meine, so schlecht wart ihr jetzt auch nicht. Nur noch 6 Leben. Na, was ein Scheiß. Snowy Hills heißt, sammle alle 50er Münzen. Eine. Von Zachary 14. Das ist dein Alter oder dein verfickter IQ? Oder beides. Oh. Ja, ich glaube auch beides. Jetzt. Dödelüten. Die Frage ist, wo bleibt die Münze? Shotseff bin feiert. Ja, die kriegen ja nur zurück, was sie mir entgegengeworfen haben. Wärmste Liebe. Jede Menge Zuneigung. Ich fühle mich gerade dreckig. Nein, nein, nein. Ich hätte sogar noch retten können. Oh. Oh. Dieses Furzgeräusch beim Los. Ich werde es nie loswerden. Ich werde es nie loswerden. Alles ist grausam. Ach ja, das war ja. Stimmt, ich erinnere mich. Das war ja egal. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Es hatte ja absolut keine Bewandtnis, was du in dein Level gebaut hast. Aber warum hätte es das auch? So. Nein. Warten ist fantastisch. Nein.
Es klingt chinesisch. Dem Bergecho. Ja, ich bin auch so ein bisschen eigentlich bin ich auch so ein bisschen der Berg. Gibt's nicht irgendwie ein Putzmittel, das irgendwas mit Berg. Ich bin der verfickte Admiral. Und manchmal mache ich auch einen Schrank sauber. Hey, guck mal, Glasröhren, das ist ja komplett neu. Das Geräusch von den Bullies ist allerdings zugegebenermaßen verdammt befriedigend, oder? Tök, tök. Tök ist immer gut. Tök. Gib mir ein Geräusch, das Tök macht und ich bin ein glücklicherer kleiner Panda. Das heißt jetzt nicht, dass du ein Troll-Level bauen kannst, indem es einmal Tök macht. Aber dann bin ich zumindest etwas geneigter, das Level nicht ganz so beschissen zu finden wie ohne Tök. Ich fühle mich, wenn das jetzt dann am Ende zurückführt zum Eingang des Levels, dann sind wir eine lange, lange Reise durchschritten. Ich glaube ehrlich gesagt, das tut's sogar. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. Wunderschön, ey. Und so emotional. Weil so leer habe ich mich in letzter Zeit. Also heute habe ich mich noch nicht so leer gefühlt wie jetzt gerade eben. Also, lange Level sind großartig. Ohne Checkpoint. Herz, was willst du mehr? Ich weiß gar nicht, was Kurz schon wieder für ein Problem hat. Warum würde man das da hinbauen? Bist du ein Ochse oder ein verfickter, weiß ich nicht, ey, Zwiebelkuchen? Irgendwie sowas in die Richtung. Das ist doch nicht normal, was du hier baust. Ach, jetzt bin ich wieder am Eingang. Gib mir meinen verfickten hier Rausmachapparatus. Da, halt die Schnauze. Geh, hör auf zu runter. Gib mir. Du bist ein Dödel. Ach, ich hab ja schon 3 One-Ups. Warst du auf Klo? Ja. Frauen hat in der Zeit gespielt. Ich habe die Kamera ist angebunden an so einen Helm. Und die ist die ganze Zeit so, weißt du, wie so ein Esel, der nach einer Karotte jagt. Hab ich die ganze Zeit meine Facecam so vor mir. Und das ist ziemlich praktisch. Mal kurz kacken gehen. Es lohnt sich. Flammenfauchende Flug. Was ist das, ein Hero-Level? Flammenfauchende Flugfregatte Hero? Also ein zweiter Account. Ja, wobei, nee, das sieht definitiv nach viel Leben aus, aber nicht nach einem verfickten Hero. Ach, fick dich. Kein Hero, kein Spiel. So. Tolle Vorstellung. Das ist natürlich nur eine Vorstellung, mein Freund. Stimmt, kein Essen im Namen. In der Tat. Ja, also wäre es quasi eine feuerfliegende Flugfalafel gewesen, dann wäre es ein Hero-Level. Hast du schon ein Level nach einer Falafel benannt, Hero? Was ist meine Aufgabe? Ach so, Moment, ich könnte hier mal gucken. Toll! Wahnsinn! Ach, hör doch auf. Genau, der Einzige, der hier Alliterationen verwenden darf, ist Hero. Ansonsten Buh. Ansonsten wird geboot. Und zwar ohne Rücksicht auf verfickte Verluste. Reiß dich am Riemen. Warum kann ich eigentlich Eis hochklettern? Sollen wir das Yoshi auch mal versuchen lassen? Vote one für ja. Ich weiß gar nicht, dass Yoshi schreiben kann. Er stürmt gerade irgendwie zur Tastatur und tippt auf eine 2 rum. Ich weiß auch nicht, warum. Fauchen ist... Ja, also es gibt... Also irgendwo in Argentinien gibt es bestimmt ein Fauchen namens... ein Essen namens Fauchen. Danke euch! Ja, nö. Krasses Level. Punkt. Das macht's ja... Wenn du so Punkte dran machst, hast du sofort mehr Authority. Authority. Ein Frauchen namens...
Ich habe Frauen auch schon mal vernascht. Es ist 47 Jahre her. Ich finde das irgendwie gerade gar nicht lustig. Ich weiß auch nicht warum. Guck mal hier, Bomben. Wahnsinn. Scheiße. Das soll ich hinkriegen. Dafür soll meine Geduld reichen, ja? Haha, guck, wie gut ich bin. Warum würde man das so bauen? Kann man nicht mehr dafür sorgen, dass nur ein Gegner aus den Röhren rauskommt? Ist es, da steht NRG im Level-Cool-Dingsbums. Da muss ganz viel RNG drin bestimmt sein. Haha, macht Otto? Echt? Na. Ich versuch's nicht. Ich hab's versucht. Nee. Jetzt will ich die Bombe nicht mehr haben. Alter, das war knapp. Oh, shit, fuck. Hey, everybody. Look who's on TV. Das war's. Moment. One-Up und dann Donut. Ja, danke auch. Danke euch. Level, was? 6 jetzt. C, hohes C. Key to the castle in the hill. Wie klingt eigentlich ein hohes C in der Musik? Gibt es ein hohes C in der Musik? Wieso hat das Level 4 Sterne aus 31 Spielern? Sind die doof? Don't touch the power-ups. Mr. Burg, ja? Wenn Frauen den? Ach du Scheiße. Es hätten ja auch 3 Pilze sein können, aber stattdessen irgendwie 940.000. Du bist des Wahnsinns. Kann es sein, dass das WLAN der Switch völlig für den Arsch ist? Gleicher ja. Platz war ja die Wii, die hatte 495. Die Switch verliert immer das Signal. Ich kotze gerade im Strahl. Jeez. Ich würde das unterschreiben, Easy. Ja, ich hatte da auch so meine Probleme mit. Da bist du zumindest nicht alleine mit. Keine Sorge. Ja, toll, bist du ein Dödel. Danke dir für die Bits, Easy. Es gibt aber einen LAN-Adapter, den kannst du allerdings nur nutzen, wenn der im Dock-Modus ist. Also ich gehe mal davon aus, dass du zum Beispiel gerade ein Level baust und das mutmaßlich dann im Handheld-Modus machst, dann hast du da natürlich nicht allzu viel von. Aber zum Zocken gibt es dafür einen Adapter für LAN-Kabel. Habe ich jetzt der erste Stream, den ich da, wo ich den nutze, und also bisher habe ich keinerlei Probleme damit. WLAN von der Switch ist genauso gut wie der Online-Service, exakt. Weil die Frage ist, vielleicht ist das ja eine, weißt du, vielleicht arbeitet das ja quasi miteinander zusammen. Stehen wir nicht alle gerne in Leveln rum und warten darauf, dass sich ein Bu-Kreis weiter bewegt? Weiter bewegt? Jump or die. Demnach musst du in Level natürlich alle 123 Münzen. Ich musste ja jetzt gar nicht mal mehr jumpen. Ich bin ja nur gerannt. Jump or die. Was sind das überhaupt für martialische Titel? Schweizer bist du nicht. Ah, nee, war ein Franzose, ne? Die
Hiro, möchtest du das Level kommentieren? Hiro, Statement zu diesem Level, bitte. Was mache ich? Stricken? Streiken mache ich vielleicht während des Levels mal irgendwann. Das habe ich schon in Erwägung gezogen. Streiken, nicht streiten. Kaiserblock, ja, oh. Wenn hier gleich ein Kaiserblock ist, irgendwie beim letzten Sprung oder sowas. Das wäre Troll gewesen, Alter. Das hätte ich ehrlich gesagt lustig gefunden. Also diese Münze da so kurz... kurz vor Boden, Alter. Oder hier. Dein Hirn ist verdammt klein. Schade, es sollte einfach nicht sein. Mach dir nichts draus. Morgen kommt der Nikolaus und schenkt dir eine verfickte Wii U für Mario Maker 1, damit du mir in Mario Maker 2 nicht mehr auf die Nüsse gehst. Arschloch. So, tschüss. So, ich würde gerade gerne mal auf den Chat gucken, ich muss mich leider konzentrieren. Auf dieses banale wie fatale Level. Ich bin gleich wieder für euch da. Ja, Handheld-Modus finde ich auch zum Levelbauen. Ich meine nicht, dass ich es tun würde, aber das würde ich... Wenn ich ein Level baue, dann mit Sicherheit im Handheld-Modus. Deswegen, also ich glaube nicht, dass ich jemals streamen werde, wie ich ein Level baue. Das andere wird sich dann wahrscheinlich am 7. September zeigen, meine Damen und Herren. Like, comment und subscribe für den Geburtstagsstream. Auf du. Weil ich habe mir den Levelbaum-Modus schon mal angeguckt, aber ich, boah, das war mir viel zu zäh. Warum bin ich so blöd? Im Hentai-Modus, genau. Ich glaube auch, dass man sich dran gewöhnt hat, ja. Oder gewöhnt kann. Das glaube ich wohl auch, Hiro. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass... Ich habe viele Leute gehört, ich selbst getestet habe ich es wie gesagt nicht, aber ich habe viele Leute gehört, die anfangs gesagt haben, dass der... Gerade, dass die Tastenbelegung in dem Controller... Levelbaumodus quasi fürchterlich zum Brechen wäre, aber die haben dann auch gesagt, dass je länger sie das dann genutzt haben, dass das auf einmal alles so seinen Sinn ergeben hat. Also... Naja, am Ende des Tages ist es dann immer noch Nintendo. Das verlangt viel zu viel. Dafür, dass es so ein langweiliges Level ist, benötigt es viel zu viel. Ich habe heute viel zu viel gesagt übrigens. Viel zu viel Konzentration von mir. Besser als Motion Control. Stell dir mal vor, mit Motion Control, vor allem das wäre ja mit den Wii, mit den Joy-Cons sogar möglich. Mit den Wii Joy-Cons. Mit den Joy-Cons sogar möglich gewesen. Okay. Muss mal kurz absetzen. So, 5 noch, okay. Scheiß Level. Boah, ist das jetzt schon Buu-würdig? Ich meine, es war halt nicht gut. Aber also Buu, ich meine, es hatte keine Trolls. Danke euch. Naja, kein Buu. Wollte aber nicht so sein. Danke euch. Das ohne Trollblock am Ende, genau. Gott sei Dank. Das wäre noch schöner gewesen. Ich möchte Fragen schon mal ein Subgift vergeben. Du kannst theoretisch, wenn du möchtest, kannst du dir entweder die Leute aus dem Chat holen. Wer hat noch kein Subgift? Für die Leute, die keine Subscriber sind, Crowbahn sehe ich gerade. Für die Leute, die keine Subscriber sind und Subgift haben möchten, einmal bitte Hallo schreiben. Ich sehe absolut nichts. Nope. Dann läuft das. Yes. Easy Speedrun. Samu, danke dir. Für Subgift Nummer... Ach du Scheiße. Fantastisch. Für Subgift Nummer 100 und heilige Scheiße 6. Danke dir, sehr lieb.
epische Musik zum Absturz. Ja, ich glaube auch. Und Easy dankt dir ebenfalls für die Bits. Dankeschön, Samu. Und Crowbahn, herzlichen Glückwunsch und natürlich viel Spaß mit den teilesten Emotes, die dieser Planet jemals zu Gesicht bekommen hat. Scheiße. Das war schweineknapp. Ey, das war doch über 10 Sekunden jetzt. Hashtag Hüppel. Da steht 100 pro jetzt über 10 Sekunden. Oh. 100%ig. Danke euch. Subgift für was genau? Für den Kanal hier. Wir verteilen immer am 1.1., 2.2., 3.3. etc. pp. Subgifts hier an zwei Leute. Eins von Frauken, eins von mir. Meistens macht Samu auch noch mit. Das heißt, meistens haben wir drei. Fuck. Oh, die Musik. Heilige Scheiße. Das höre ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Und da gestern der 7.7. war, gibt es heute lecker Subgifts. Subgifts. Fuck. Damn, son. Was man für die Subgifts machen muss? Gar nichts. Anwesend sein und keinen Sub haben. Eben. Du hast einen Sub, damit wirst du heute leider raus, Markus. Knuffel ist auch Subscriber. Haben wir niemanden gerade anwesend, der kein Subscriber ist? Auch nicht schlecht. Ist das ein Power-Up? Ah, nee, da muss ich rein, okay. Sorry. Teilt der Mond? Nein, der Mond, der ist, wenn ich den nutze, dann in irgendeinem Engine verwandeln sich dann alle Gegner in Sterne und normalerweise bringt er einfach nur alle Gegner um. Itchika, grüß dich. Hi. Da haben wir schon mal jemanden. Frauken! Map. Das sieht schön aus. Ein hübsches Level. Den wollen wir aber dann doch lieber umbringen. So rein vorsichtshalber, bevor er irgendeinen Schabernack treibt. So. Möp, möp. Das war eigentlich unklug jetzt. Hätte eigentlich geduldig sein müssen. Okay. Oh, ne. Ah, okay, da oben kommen Power-Ups raus. Okay, dann geht's natürlich. Ich dachte jetzt gerade für eine Sekunde, ich müsste das ohne Power abschaffen. Kneesi haben Dank. Und Witchika, herzlichen verdammten Glückwunsch. Willkommen in der Familie und viel Spaß mit den besten Emotes, die wir jemals sahen. Hashtag Hüppel. Dankeschön. Und Glückwunsch. Spawn bitte das Power-Up. Ja, danke. Das graue Power-Up auf dem grauen Hintergrund ist gar nicht mal so einfach zu sehen. Fällt mir gerade mal so auf. Es reicht jetzt. Zu hektisch. Komm schon. Ich gehe mal vorsichtshalber davon aus, dass ich den auch brauche, ja. Gott sei Dank haben wir es gemacht. Ja, den braucht man nämlich auch. Und jetzt darf das Level dann aber enden, sonst wäre es nämlich langsam, aber sicher ein kleines bisschen zu lang. Mein kleiner, junger Padawan. Warum würde man den Leuten die One-Ups nicht geben? Du hast im Prinzip Aufwand betrieben dafür, dass man keine One-Ups bekommt. Danke euch. Warum würde man das machen? Ich stehe jetzt gerade ehrlich kurz davor, dem kein Herz zu geben, wegen dem vielen One-Up, aber... Wir wollen ja mal nicht so sein, das wäre wirklich überflüssig. Danke euch! Wir haben noch zwei Leben, um einen neuen Rekord aufzustellen. Airship Madness? Nein! Oh, stimmt, die Super Mario Land Bossmusik wäre großartig. Das wäre eine coole Idee. 250 Münzen? Das klingt nicht sonderlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Oder ist es wieder so ein Level, wo am Ende einfach 250 Münzen stehen? Das Autoscrollen, das ist auch so ein Tool, das darfst du offensichtlich nicht jedem in die Hand geben. Ach du Scheiße. Ach.
Ich skipp das jetzt in der Hoffnung, dass ich das nächste Level im First Try schaffe. Das ist jetzt der einzige. Wir skippen das jetzt in der Hoffnung, dass ich dieses Level jetzt, was auch immer jetzt passiert, im First Try schaffe. Wahrscheinlich nicht, aber. Dash. Ein verficktes Dashy-Level? Ein Dashy-Level. Ein Dashy-Level. Alter, hier geht's um Leben und Tod. Also, den Mario-Charakter. Oh, no. Moment. Ding dong. Shit. Gib mir bitte ein Power-Up. Ich krieg kein Power-Up, ne? Boom, boom. Mein Freund, du wirst dich jetzt fügen deinem Schicksal. Denn dieses lautet Die, Bitch. Plumpes Schicksal, aber es ist ein Schicksal. Sei froh, manche Leute. Ah, nö. Muss ich den besiegen? Vielleicht muss ich den nicht besiegen. Meine Dashy-Impression. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Dashy-Video geguckt, sorry. Wowie. Ja, aber jetzt komme ich da ja nicht rein. Das war's. So endet es jetzt? So endet das jetzt. So ernsthaft. Ich weiß nicht mal mehr, was das bedeutet. Das Ding ist, ich möchte es eigentlich auch nicht wissen. Ja, also Dashy-Level kenne ich nur aus Super Mario Maker 1. Es war am Anfang, als ich Mario Maker 1 gespielt habe, dann schon fast ein Trend, mir Dashy-Level zu schicken. Weil die so fantastisch und toll sind. Es gab wenig Schöneres. Ist das auch ein Dashy-Level, oder? Oder ist das einfach nur... Ach, fuck. Ich setze jetzt auf, um meine Tränen zu verstecken. Ist ja fürchterlich. Nun gut. Schwierig für heute durch, Gott sei Dank. Bitte was? Achso, ja, ja, ist okay. Hashtag Heino. Du hast zum ersten Mal Versus Rang C erreicht und dafür eine Luigi-Mütze und einen Luigi-Anzug erhalten? Moment. Moment. Momomösel. Momomafnada. Es ist keine Luigi-Mütze. Hier ist doch gar keine Luigi-Mütze. Ach doch. Jetzt erklär mir mal bitte, wo deine Luigi-Mütze ist. So, fertig. Guck. Guck mal, wie er winkt. Guck mal, wie freundlich ich bin, wenn ich Online-Versus spiele. Was, bitte, ich spiele noch ein Online. Ein Online-Versus-Ding noch. So. Da, Musik. So. Das muss jetzt nur sein. Einen möchte ich noch machen. Scheiß, macht süchtig. Ägyptrei, grüß dich. Kannst du mal. Heute ist dein Glückstag, habe ich das Gefühl. Meme Crack, Parsival, komischer Krutz und Maxim. Fucking Maxim. Angry Junior 2, klingt beschissen. Besiege alle 1, Bowser Junior. Ibims, ein Boffser. Ach du Scheiße. Ich fall wahrscheinlich schon in die Lava, bevor das Level überhaupt startet. Könnte fast denken, ich wäre Hellseher. In vielerlei Hinsicht. Kniesi, hab Dank. So, guck, Subgift Nummer 2 läuft. Agrip 3, herzlichen verdammten Glückwunsch. Willkommen in der Familie und viel Spaß mit den besten Emotes, die diese Plattform jemals zu Gesicht bekommen hat. Läuft. Hashtag Hüppe. Ich habe das Gefühl, dass einige Leute das Level jetzt schon geschafft haben und ich gerade erst noch im ersten Raum verkacke.
Obwohl ich eigentlich nur in die Röhre muss. Läuft. Ich bin schon ein ziemlicher Profi eigentlich. Ist das hier für ein Schmuh? Aber warum? Moment, sind alle tot? Was ist das wieder da? Jetzt ist alles respawned? Ach du verfickte Scheilige. Nee. Ach, deswegen stand das hier. Oh, das war tight, Alter. Ja, der Wichser. Da ist der Wichser. Ja, aus dem Film, der... Ja. Okay. Jetzt kommt der hier aber angerannt. Warte. Yes! Krampf in mir. Bitch. Ja, perfekter Abschluss. Schön. Ist aber besser als ein verlorenes Level in Super Experts. Tolles Level. Hervorragendes Level. Danke euch.